Hallöchen ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mal wieder Bloons Tower Defense, weil ich das Spiel ja so mag. Und ja, was machen wir heute? Ich dachte, wir machen heute vielleicht mal eine... Ja, hier sind viele Save-Files, aber ich hatte mal Bock auf eine Zwischenschnüffler-Karte. Vor allem haben wir jetzt nicht mehr Santa Claus auf unserer Seite wie die letzte Aufnahme, deswegen, ja, natürlich auch schwer. Und Standard, weil wir noch nichts anderes freigeschalten haben. Und ja... Jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt nicht Santa Claus, deswegen wird es ein bisschen schwieriger. Hier könnt ihr mal was leveln. Und ja, wie fangen wir an? Ich fange immer gerne mit einem Ninja an. Und ich habe keine Ahnung, wie die Map funktioniert, deswegen packe ich den mal... Oh, wo kann ich den denn hinpacken? Ah, den Tümpel kann ich wahrscheinlich später wegkaufen, oder? Nope, nicht mal das. Okay, ich glaube, wir müssen mit zwei Wurfpfeilaffen anfangen. Weile nämlich, da gibt es zwei Seiten. Achso, okay, da geht aber auch auf beiden Seiten lang. Na gut, ich fange trotzdem mit zwei Wurfpfeilaffen an. So. Erstmal ganz ruhig anfangen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte jetzt erstmal nicht leveln, sondern lieber auf einen Ninja sparen. Vielleicht muss ich aber leveln. Ja gut, okay, da sind jetzt zwei durchgekommen. Was will man machen? Packen wir mal hier auf die eine Seite einen Druiden. Weil der macht schon gut, hat eine gute Feuerrate. Ich habe jetzt die Technik oder die Taktik, dass ich immer mit zwei Magiern oder beziehungsweise dass ich immer mit einem Magier am Anfang oder an der Quelle der Balloons habe, damit er die enttarnen kann für den Fall der Fälle. Und das soll jetzt auch hier die Taktik werden, aber es wird erstmal ein bisschen dauern, bis ich die Kohle dafür zusammen habe. Okay, der eine ist schon mal ganz gut. Wir brauchen natürlich auch, ich würde, bevor ich einen Magier mache, weil Tarnbloons sind erstmal eine kleinere Schwierigkeit, mache ich erstmal einen Sniper, der schießt ja sowieso überall hin, deswegen, oh, okay. Packen wir den mal hier so hin, der trifft ja die ganze, fast die ganze Strecke. Und der geht natürlich wie immer auf den stärksten und dann müssen wir dem auch, genau, Vollmetall geben. Und jetzt geht es erstmal weiter in Richtung Magier. Das ist meine Taktik. Den packe ich dann erstmal nach links. Auch wenn ich den ganz gerne dort in der Ecke gehabt hätte, wo jetzt natürlich schon der Wurfpfeilaffe ist. Naja, ist ja erstmal egal. Dauert halt natürlich erstmal am Anfang ein bisschen, besonders auf schwer. Kriegt man ja nicht so viel Kohle. Und hier haben wir ein U-Boot. Ach, ist ja Wasser. Ist ja Wasser. Wie cool. Das hilft natürlich. Dann packe ich erstmal ein U-Boot hin. Ich hatte gerade genug für den Magier, aber ich meine, ein U-Boot ist ein U-Boot. Da kann man nichts dagegen sagen. U-Boote sind halt schon ziemlich OP, finde ich, aber ich nehme erstmal nur eins und dann versuchen wir erstmal weiterzumachen mit dem Magier. Ja, den habe ich auch natürlich, Max. Das ist ja auch eine meiner Lieblingstruppen. Gut, dann packe ich den, ja, hier so hin. Viel besser geht's halt gerade nicht und er geht dann auf den untersten Weg. Und dann versuche ich Schimmer zu bekommen, genau. Ist halt relativ teuer, aber was will man machen? Und Druiden würde ich auch gerne auf beiden Seiten haben, weil die ja die Ballons zurückpusten. Das ist der obere Weg, ne? Ja, genau, das ist der obere. Nur nochmal sicherheitshalber nachgecheckt. Und ja, dann packen wir hier noch einen hin. Da würde ich eigentlich ganz gerne noch einen Ninja machen, die haben nämlich eine gute Feuerkraft. Was? Ich habe ihn auf die falsche Seite gesetzt, oh nein, bin ich blöd. Naja, war zu sehr auf den anderen da fixiert, auf den Druiden. So. Ja, es ist halt immer so, hier mache ich immer gerne die Sachen so ein bisschen gespiegelt, damit man auf beiden Seiten die gleiche Schlagkraft hat, weil ich meine, bei zwei Wegen braucht man auch zweimal so viel Schlagkraft, macht Sinn. So, und dann können wir auch vielleicht schon anfangen, den Magier auf den unteren Weg zu machen, aber vielleicht auch machen, vielleicht machen wir auch erstmal hier so ein bisschen das Kleinvieh. So. Das ist ja auch ein bisschen was zu sagen hat, sagen wir mal. So, und dann bräuchte ich den hier. Die intensive Magie. Ja, und die Druiden kriegen ja auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise der eine Druide. Machen wir mal zwei draus. Zack. Der ist ja auch weiter hinten nützlicher. Hardornen. Ja, gehen wir mal dem zuerst Hardorn. Oh, da ist gerade ein Tarnblum durchgekommen, das ist aber nicht cool. Ja, genau. Genau für den Fall wollte ich gerne... nicht nur den Affensinn, sondern halt auch den Schimmer haben. Aber fangen wir mal mit dem Affensinn an, dass wir die überhaupt wahrnehmen können. Weil wir haben gerade noch, glaube ich, keine Truppe, die das kann. Jetzt können wir hier die Wurfpfeilaffen noch dazu bringen, dass sie die sehen können. Haben wir wenigstens ein bisschen was an Leuten. Der kann sie auch nicht sehen. Ja, das ist natürlich ein Ding. Was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen,
Wir könnten jetzt auf Schimmer sparen. Ist halt sau teuer. Oh, es sind ganz schön viele Metallblooms. Na gut, okay. Ja, wir brauchen erstmal intensive Magie und Affensinn. Ja, Schimmer könnte echt noch ein bisschen dauern, aber es ist halt echt schon wichtig. Ich weiß jetzt nicht, was ich da zuerst machen soll. Lieber auf das zuerst sparen. Weil wir haben wirklich fast noch gar keine Tarnblumen-Gegner. Na gut, okay, ich packe lieber erstmal einen Ninja hier hin und einen Ninja da hin. Und gebe den beiden Ninja-Disziplinen, sobald ich dafür das Geld habe. So. Lenkmagie weiß ich ja nicht. Da würde ich eigentlich lieber dem hier ein bisschen Distance geben. So immer an kleinen Ecken und Enden. Und der kann dann natürlich auch, der Wurfheilaffe, immer fleißig mit dabei. Haben auch schon zusammen fast 1000. Was jetzt nicht so viel ist, wenn man mal bedenkt, dass die ja schon über 1000 haben jeweils. Okay, der noch nicht, der ist auch noch nicht so lange da. Ja, hier ist gerade ein bisschen Action am Goen. Und ich finde, den könnten wir auch mal ein bisschen höher machen, weil der ist sehr hilfreich, sobald der erste Zeppelin kommt. Mauab oder wie die heißen. Die haben ja alle verschiedene Namen. Ja, aber auch wie gesagt, der ist auch ein bisschen teuer. Geld ist natürlich immer so eine Sache. Ich hätte eigentlich auch Lust mal auf so eine Nagelproduzierfabrik. Nagelfabrik heißen die, ne? Ja, Nagelfabrik. Aber ich weiß ja nicht, weil Nagelfabriken, die können alles sehen. Ja, die Ninjas machen hier auch einen guten Job. Spitze Shuriken. Ja, aber wobei, ich kann mir jetzt den ersten Schimmer gleich leisten. Zack. Ja, und so viel brauchen wir nochmal. Wir hatten gerade echt viel Action, deswegen hatten wir auch gerade echt viel Geld. Aber jetzt gerade halt nicht, ne? Und ich glaube, ich nehme nochmal einen zweiten Sniper. Auf die andere Seite dann. So. Und der kriegt dann auch erstmal hier so. Und voll Metall. Und dann würde ich sagen, wir sparen mal auf den zweiten Schimmer. Und danach können wir ein bisschen freier arbeiten. Und die Windmagier natürlich müssen auch bald kommen. Wie ist es bei dem hier? Ja, wir könnten uns schon Wind leisten, aber ich glaube, die Masse ist gerade nicht so schlimm. Eher die Klasse. Ja, fast wären welche durchgekommen. Oh, okay. Ich glaube, hier hole ich doch mal Blitze. Brauchen wir erst recht so ein bisschen auf der Seite die Power. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Niederlage. Ja, das mal versuchen wir gleich nochmal. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ich baue jetzt mal kurz auf und dann sehen wir uns so ab Runde, keine Ahnung, 30, 40. So Leute, meine Taktik jetzt ist, aufgrund des mangelnden Geldes, was wir jede Runde zur Verfügung haben. Ich habe jetzt ein paar Anläufe gehabt und wir gucken mal, ob diese was wird. Ich werde jetzt einfach ganz viele Ninja-Affen platzieren, weil die machen ja gut Damage. Und versuchen wir es mal mit denen und gucken, wie die sich so machen. Die haben ja auch die können ja auch hier Tarnballons wegklatschen. Und ich habe hier am Ende einen Druiden mit Wirbelwindfähigkeit. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich habe halt keine Ahnung, ob das funktionieren wird, ob die genug Schaden machen. Aber wir versuchen einfach mal, wir versuchen es einfach mal aus, ne? Kann ja nur schief gehen. Also, hier erstmal bisschen leveln. Wir haben noch 3 Runden. Korrektion, wir haben noch 2 Runden. Ich habe auch automatische Runden ausgestellt. Und gucken wir mal, ob das so klappt. Ja, schön spitze Shuriken, dass die auch wehtun. Wenn hier mal was vorbeikommen sollte. Ja. Ja, die haben jetzt keine Top-Spionage leider. Dafür wird es auch wahrscheinlich nicht mehr bei beiden reichen. Besonders wenn wir ein paar Ninja haben wollen. So. Ja, der Druide kriegt jetzt auch keinen Wind mehr. Ich meine, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen es eigentlich nur bei dem hinteren. Und ich könnte Top-Spionage holen. Weiß ich nicht, gucken wir mal nach der Runde. Okay, also, ich habe 2000. Dann hole ich mal für beide Top-Spionage und Doppelkanonen. Und dann haben wir auch schon alles ausgegeben, was wir haben. Gucken wir mal. Ja, der Sniper ist jetzt nicht der krasseste. Muss er auch nicht, weil wir schon mit anderen quasi Tarnblumen verkriegen. Komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. So, Leute, dann habe ich jetzt mal eine andere Technik ausprobiert. Ihr seht schon, rechts sind die Druiden. Und dann haben wir noch einen Winddruiden. Und links sind die normalen Affen. Beziehungsweise in dem Fall die Ninjas. Weil die machen gut Feuerschaden. Ja, die kommen jetzt erstmal ein Stückchen durch noch. Bis sie zu einem Blitzpunkt kommen. Und dort werden sie dann weggesäbt. Also die Metallblumen meine ich jetzt. Ja, und hier haben wir mal ein paar Ninjas auf einem Haufen.
Sparen wir noch mal kurz. Wir werden jetzt, glaube ich, noch so ungefähr 2000 bekommen. Ich habe es schon ein paar Mal versucht. Und gucken wir mal, wie diese Runde wird. Ist natürlich alles so ein bisschen auf Vertrauen. Mal gucken, wie es wird. Und ja, ich hätte es auf jeden Fall Bock, noch Runde 40 zu schaffen. Also diesen ersten Mauer-Zeppelin wegzubekommen. Und danach wird sowieso noch schwerer, aber das würde ich als auf jeden Fall erstmal hinbekommen wollen. Und da arbeiten wir jetzt erstmal dran. So. Ah, da ist er ja schon. Gucken wir mal. Ich krieg ja noch mal ein bisschen Schaden mit. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ciao.